Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 2. November 2018 nach vedischen Astrologie. Nicht wundern, dass hier anderes ist als in die westlichen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, und wenn ich hier etwas erzähle, Sonne, Mond und Planeten, dass sie platzieren anderes als im westlichen Horoskop, weil es gibt einen Unterschied bei der Berechnung. Und ich würde auch empfehlen, wenn ihr daran Interesse habt, diese Aufnahme zu verfolgen, welche Energie herrscht im Tag, euren Geburtshoroskop umrechnen oder umrechnen lassen auf die indischen Astrologie. Und erstmal schauen wir die Elemente an, wie ist die Verteilung, weil wir brauchen jeden Tag die Harmonie. Das Erste, was wir tun können, täglich im inneren Harmonie bleiben, im inneren Ruhe, im inneren Gleichgewicht, weil dann daran liegt auch die Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Aber wir haben Einflüsse von außen. Es gibt auch kosmische Einflüsse. Und das unterteilt sich in Elementen. Es ist nicht jeden Tag die gleiche Unterteilung, sondern es fehlt etwas und wir brauchen die Ausgleich. Und das möchte ich hier jeden Tag zeigen, welches Element ist betont. Jedes Element ist wichtig und lebensnotwendig und auch gleichwertig. Auch die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Und jetzt schauen wir an die heutige Unterteilung nach der Berechnung nach indischen Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze die Sonne zum Luftelement. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Löwe gehört zum Feuerelement. Ich setze Mond zum Feuerelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Ich setze die Mars-Energie zum Erde-Element. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter bewegt sich auch im Skorpion. Ich setze Jupiter nochmal hier zum Wasserelement. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement und Saturn kommt in die Mitte, grundsätzlich Saturn erdet. Es sind die persönlichen Planeten. Und Uranus, Neptun, Pluto berücksichtige ich nicht. Die sind die äußeren Planeten. Sie haben auch eine große Wirkung auf unserem Leben, aber weniger auf unserem Alltag. Und das sind die kosmischen Einflüsse. Es ist heute ziemlich ausgewogen. Wir haben in jedem Element Energie und das schafft die Gleichgewicht. Wo wir mehr Klarheit brauchen, das ist die Liebe und auch die Leichtigkeit im Luftelement. Wo wir Gespräche führen oder wie führen wir die Gespräche,
Das handelt sich hier um Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt, über Gefühle zu sprechen oder die Gespräche kommen von Gefühl, gefühlsvollen Gesprächen. Und Jupiter gibt die Unterstützung, stärkt, vergrößert das alles, die ganze Energie. Bei diesem rückläufigen Venus handelt sich oft um Vergangenheit, also es ist möglich, dass kehrt jemand zurück von der Vergangenheit. Und hier im Luftelement handelt sich auch oft um Gespräche, weil die Luftelement vermittelt die Worte. Also es ist möglich bei vielen, dass jemand kehrt von Vergangenheit zurück und das kommt zum Sprache. Und wird über Gefühle gesprochen. Wo setzen wir unsere Kraft ein? Das ist die Mars-Energie. Im Erde-Element handelt es sich um Stabilität. Stabilität in der Liebe, Partnerschaft, auch die Realität. Aber bei Erde-Element handelt es sich oft um die Finanzen, das ist Materie. Also wir setzen die Kraft gerade ein um unsere berufliche Situation. Veränderungen kommen oft mit Mondenergie, da wechselt sich etwas. Das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Urvertret, die Feuerelement. Und das ist die Begeisterung und Leidenschaft. Und das beeinflusst unseren Alltag, verändert sich etwas und beeinflusst auch unseren Gefühlen. Weil Mond steht immer in Verbindung zum Wasserelement und das symbolisiert unseren Gefühlen. Saturn ist immer in die Mitte und hält die Energie zusammen. Und jetzt schauen wir an, wie sind die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und die Planeten. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil dieser Tageshoroskop. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Tatsächlich ist hier die Sonnenaufgang. Sonne befindet sich im Waage und für die Waagegeborenen bedeutet das die Selbstdarstellung. Auch das Aussehen ändert sich zurzeit und hat einen Einfluss auf die Persönlichkeit. Sonne befindet sich genau in die Mitte in Tierkreiszeichen Waage und das bedeutet die Gleichgewicht und Harmonie. Und es ist sehr wichtig, diese Ausgewogenheit und die Gleichgewicht zu halten. In diesem Zeitpunkt befindet sich Skorpion in einem Bereich, was wir als Werte nennen, Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und das sind die Themen bei den Skorpiongeborenen. Die vertraute Umgebung, etwas Neues erkunden, neue Erfahrungen machen, etwas Neues lernen, die Kontakte pflegen mit Nachbarschaft, Verwandten. Das ist einiges in Bewegung bei den Tierkreiszeichen Schützen. Eine Basis, Sicherheit, Stabilität, das sind die Bedürfnisse der Steinbockgeborenen. Und das hat einen Bezug zum eigenen Zuhause und darum kümmern sich gerade die Steinbockgeborenen. Also Veränderungen im wohnlichen Bereich sind möglich. Ich tue das etwas nach unten. So. Die schöpferische Kraft verspüren gerade die Wassermanngeborenen, aber nicht nur das, sondern Thema Kinder sind auch sehr wichtig, entweder eigenen Kinder oder bekommen Kinder gerade oder Enkelkinder, aber auch die eigenen Kindheit, dieser Rückblick, diese Erinnerungen sind auch sehr wichtig. Und das sind die Themen gerade bei den Skorpiongeborenen. Die Alltag zu bewältigen, das Meistern, die Pflichten nachzugehen, auch um die Gesundheit kümmern, das sind die Hauptthemen gerade bei den Fischengeborenen. Liebe Partnerschaft ist die wichtigste Thema momentan bei Wiedergeborenen. Es ist auch gut möglich, dass die Wiedergeborenen wichtige Verträge unterschreiben. Eine gewisse Wandlung, Veränderung, ein Transformationsprozess haben gerade die Stiergeborenen.
Eine große Reise ist wichtig bei den Zwillingsgeborenen, entweder Urlaub oder Kontakte im Ausland, Verbindungen, Fremdsprachen oder ein Besuch von Ausland. Aber diese große Reise kann auch eine innere Reise sein. Anerkennung, Ansehen, Erfolg zu haben im Leben, das ist das wichtigste Thema bei den Krebsgeborenen zurzeit. Um Freundschaften kümmern oder etwas organisieren, aktiv zu sein in Freizeit, das sind die Themen bei den Löwengeborenen, aber auch Hoffnung. Die Hoffnung nicht verlieren, Kraft zu zeigen. Und die Geheimnisse beschäftigt gerade die Jungfraugeborenen. Entweder haben sie selbst Geheimnisse gerade, wie eine Affäre, oder sie erfahren etwas, was geheimnisvoll ist, oder die suchen die Geheimnisse des Lebens, oder die stolpern an etwas, was eigentlich ein großes Geheimnis ist. Das ist das wichtige Thema bei den Jungfraugeborenen, aber auch die tiefen Psychologie, weil sie schauen gerade in die Tiefe, wie die forschen etwas. Das sind die Themen in diesem Monat. Nächsten Monat ändert sich das Bild wieder. Und jetzt schauen wir, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, welche Verbindungen haben wir. Bei Sonnenaufgang steht hier im Osthorizont die Sonne, ganz logisch. Und im gleichen Zeitpunkt geht im Westhorizont und dann die Tierkreis zeichnen wieder. Also ich setze die Sonne hier zum Waage. Sonne befindet sich im Waage. Mond bewegt sich in Tierkreis zeichnen Löwe. Also ich setze die Mond hier zum Löwe. Mars befindet sich in Tierkreis zeichnen Steinbock. Merkur bewegt sich im Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, ist rückläufig, oft hat das mit Vergangenheit etwas zu tun. Und Saturn befindet sich im Schütze. Uranus ist auch rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig und befindet sich in Wassermann. Und Pluto befindet sich nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Welche Verbindungen haben wir heute? Mond steht in einer engen Verbindung zum Uranus. Mond und Uranus stehen in Verbindung. Es ist eine harmonische Verbindung, weil die Tierkreiszeichen Löwe gehört zum Feuerelement und Widder ist auch Feuerelement. Und wenn zwei Elemente sich verbinden, das ist immer harmonisch. Und hier handelt es sich um Veränderungen und bei beiden eigentlich. Mond ruft auch Veränderungen an, Uranus sowieso. Bei Mond ist eher kleinere Veränderungen, bei Uranus ist größere Veränderungen. Hier sind Veränderungen zum Erwarten, auch bei Löwengeborenen, auch bei Widdergeborenen. Das ist eine gute Energie auch für die Schützengeborenen, aber eine gute Energie für die Zwillingsgeborenen und auch für die Waagengeborenen. Und diese Richtung sollen schauen, die Wassermann-Geborenen, weil hier der Mond aktiviert etwas bei den Wassermann-Geborenen. Das sind die Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen. Mond steht eine exakte Verbindung zu beiden Mondknoten.
Die absteigende Mondknoten befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist Ketu, das ist die Vergangenheit, die alte Karma. Mond aktiviert die alte karmischen Erinnerungen bei Steinbockgeborenen. Aber gibt es immer eine neue Richtung? Und das ist die aufsteigende Mondknoten in indischen Astrologie, heißt es Rahu. Und es befindet sich im Krebsmond, aktiviert diese Mondknoten auch und Veränderungen, eine neue Richtung, schicksalhafte Entscheidungen, gerade bei Krebsgeborenen. Uranus hat auch einen Einfluss zu beiden Mondknoten und das ist eine Herausforderung, weil hier müssen wir mit unseren Erinnerungen, Emotionen klarkommen und das spüren natürlich auch die Steinbockgeborenen und auch die Krebsgeborenen. Mond hat einen guten Einfluss, Uranus löst Unsicherheit aus oder Nervosität. Natürlich, wenn bei großen Veränderungen fühlt man sich erstmal unsicher, aber wir dürfen keine Angst zu haben. Die heutige Mondenergie ist sehr gut für die Schützengeborenen, für Löwengeborenen, für die Wiedergeborenen, wie ich schon sagte, unterstützt auch die Zwillingsgeborenen und die Waagegeborenen, spiegelt etwas für die Wassermanngeborenen, vermittelt Nähe, Unterstützung von dem Umfeld bei den Krebsgeborenen und bei den Jungfraugeborenen. Dieser Mondeinfluss verunsichert zurzeit die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen und entsteht eine gewisse Spannung bei den Stiergeborenen und bei den Skorpiongeborenen, inneren Spannung oder Nervosität. Bei diesem Sonnenaufgang steht Sonne und auch Aszendent wie ein Neugeburt. Jetzt hier handelt es sich nicht um ein Geburtshoroskop, aber jeden Tag ist es wie ein Neuanfang, wie eine Neugeburt. Hier steht ein Mondhaus und diese Mondhäuser sind bekannt in indischen Astrologie. Und dieses Mondhaus heißt Swati und wird beeinflusst von einem Sternbild, was im Südhalbkugel sichtbar ist. Und dieses Sternbild heißt das Kreuz des Südens. Und diesem Sternbild befindet sich die Südpol, also dient zum Orientierung. Und das wirkt auf die Waagegeborenen, sie sind gerade dabei, neu orientieren. Diesem Mondhaus Swati, dieser Name kommt von Sanskrit und bedeutet Schwert. Und Schwert symbolisiert Trennung. Wovon sollen wir trennen? Von unserem Ängsten sollen wir trennen. Aber wenn wir untersuchen, dieses Wort Sva bedeutet Selbst und Ti bedeutet Seele. Es handelt sich um unserem Selbst, unserem Seele, Seelenreise, unseren Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Und das erleben gerade die Waagegeborenen. Und dieses Kreuz symbolisiert auch etwas, das sind mystischen Themen, religiösen Themen und Spiritualität und die Selbstfindung. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und dieser Mondhaus heißt Magha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen. Seit hunderttausenden Jahren war der Stern für Könige, von Herrscher, von Kaiser, also hat immer was Königliches vermittelt und hat immer Einfluss gehabt auf die politischen Ereignisse. Diesem Stern Regulus ist das Herz der Löwen und das sollen wir heute verinnerlichen, auf unserem Herz zu hören. Was sagt unserem Herz? Natürlich in erster Linie die liebe Partnerschaft. Und das ist auch sehr wichtig, darum zu kümmern. Aber auch die Begeisterung, unseren Berufung zu leben oder Hobby. All das, was in unserem Herzen liegt, kann ich euch im Herz legen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Aber ich möchte noch ein Angebot ankündigen. Und das ist die Weihnachtszeit.
Weihnachtsangebot. Ich habe einen Shop in meiner Webseite www.denderasusannamedici.com. Da sind viele Geschenkideen. Mein Angebot ist aber, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt und ihr beschreibt eure Lebenssituation, ob das jetzt beruflich ist oder in die Partnerschaft, dann kann ich die passende energetische Hilfsmittel aussuchen. Halbedelsteinen, Räucherstäbe, Düfte, Duftöl und ihr bekommt noch etwas Besonderes dazu, Stein aus dem Meer. Und das wird von mir ausgesucht, da ist die weibliche Energie, also meine Energie, und das Meer ist auch weiblich. Immerhin ist Wasserelement, das ist weiblich. Und ein Schamane trommelt dazu, dann kommt das männliche Energie dazu. Und wir werden da ein Runensymbol aus diesem Stein gravieren. Und dann kommt das männliche, weibliche, und dieses Runensymbol ist was Persönliches und es dient wie ein Schutzamulett. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Blitzberatung nichts zu tun, sondern das ist unsere Empfehlung. Und beschenkt euch selbst zum Weihnachten, oder wenn ihr jemand das verschenken möchtet, dann beschreibt die Lebenssituation für diejenigen, wo dieses Geschenk bekommen wird. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.